Wir haben heute das Sauna Control Bio Steuergerät für Sie. Im Karton enthalten ist das Control Panel und noch ein bisschen Kabel. Unser Ofen muss ja gesteuert werden. Das heißt, der Ofen muss wissen, wie warm ist es in der Sauna, wie warm ist es in der Bank, über der Bank, wie warm ist es über dem Ofen selbst. Deswegen haben wir solche Sensoren dabei. Das heißt, wir haben einmal einen Ofenfühler und einmal einen Bankfühler. Diese müssen natürlich fachgerecht noch montiert werden. Aber wie gesagt, wir montieren diese nur. Die Kabel lassen wir raushängen. Der Elektriker schließt sie dann an. Dann haben wir in unserem schönen Kästchen unsere Steuerung. Hier kommen dann die ganzen Eingänge, die man hat, zum Beispiel Lampenkabel, Stromzufuhr, die Hauptzufuhr, dann das Kabel für den Ofen. Alles geht hier zusammen und dann könnt ihr eure Sauna über dieses Panel steuern. Ihr könnt die Temperatur einstellen, ihr könnt hier die dementsprechende Gradzahl auch alles einstellen, Start, Stopp wählen und dann würde ich sagen, montiere ich den Kasten jetzt. Irgendwo kommen wir nachher, auf Deutsch gesagt, hier hinten an der Rückwand raus. Das ist ungefähr meine Montagehöhe. In diesem Bereich werde ich nachher die Löcher bohren, wo ich nachher meine Kabel von der Sauna von innen nach außen bringe und der Elektriker muss sie dann dementsprechend anschließen. Wir haben die Positionierung des Fühlers hier in der Bedienungsanleitung bzw. Aufbauanleitung gekennzeichnet. Hier ist es jetzt so, wir müssen jetzt hier 600 mm Einheiten und 400 mm von der Rückwand und dann haben wir den Ofenfühler, der kommt nachher hier über unseren Ofen montiert. Das ist der Fühler Nummer 1. Das ist ganz wichtig, dass man auch weiß, welcher Fühler montiert wird. Die 2, das ist der Fühler für unsere Bank. Das mache ich jetzt einmal, ziehe die Kabel durch und dann hören wir uns wieder. Nachdem wir jetzt alles dann vorbereitet haben, dann kommt jetzt unser Kabelkanal zum Einsatz. Wir haben alle Kabel jetzt in der Position. Alle Kabel sind dahinter verschwunden. Ihr seht, das sieht dann auch gleich schick aus. Ich werde jetzt hier eine Schraube reinmachen. So. Ihr seht, unsere Kabel sind jetzt verschwunden, fachgerecht verlegt, kann nichts passieren. Ganz, ganz wichtig, diese Kabel sind Silikonkabel. Nur diese Kabel, also Silikonkabel, dürfen auch in der Sauna verwendet werden. Das Kabel, was jetzt hier unten noch rausschaut, ist für diesen Bioofen. Das ist ein 7-adriges Kabel. Da gibt es Unterschiede. Das lasse ich jetzt raushängen. Darf nur der Elektriker anschließen. Ich montiere soweit alles vor. Er muss den Ofen natürlich dann nochmal wegmachen, anschließen und dann kann die Sauna benutzt werden. Dass er da jetzt keine Schwierigkeiten hat, gehe ich jetzt hier einmal gleich durch, fädle die Kabel ein. Das heißt, der gute Mann wird sich dann freuen, dass alles schon soweit vorbereitet ist. Fühlerkabel. Dann unser Lampenkabel bzw. unser Ofenkabel. Was der Elektriker machen muss, er muss natürlich dann noch sein Starkstromkabel von der Zuleitung einführen, welches natürlich nur er machen darf. Und wenn er das dann soweit gemacht hat, kann er dementsprechend auch alles verdrahten. Es gibt natürlich noch viele, viele unzählige Saunen bei KÖMF24, die ihr euch gerne auswählen könnt. Und wenn ihr Freude an unseren Videos habt, würde ich mich gerne freuen über einen kleinen Like, über Daumen hoch. Gerne noch unsere Videos anschauen, die auf unserem YouTube-Kanal sind. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, ihr genauso. Euer Jens Schütt von KÖMF24. Tschüss.